Oh, jetzt muss ich kurz niesen, Moment. Gesundheit. So, jetzt geht's weiter. Sie kommen! Na dann, aufs Maul. Da, wie ich diese Hand hasse. Da hat er sich wieder was versklavt. Oh yes. Kann der wenigstens was Gescheites? Zuschlagen fügt ihm 10% des normalen Waffenschadens zu und unterbricht den Zauber. Und Aufwärtshaken fügt halt den Feind normalen Schaden plus und stößt die zurück. Ganz lustig. Und der ist blau. Leuchtet er auch im Dunkeln? Oh ja. Ach ja, stimmt, die laufen mir ja nicht mehr hinterher, weil ich die ja mit den Dings stanne. Jetzt wurde ich gestunt.
So, und zum Endboss. Ihr dürft ihn nicht erreichen, lasst alle umbringen! Wer wagt es? Was geht hier vor? Was habt ihr getan? Ihr macht alles zunichte! Da war wieder die Berührung. Ich hasse diese Berührung, Alter. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Na dann durch den Schnelltunnel. Ich mag den Tunnel, der ist lustig. Ja. Bleibt auf dem Boden. Fürs nächste Level reicht's, glaube ich, nicht mehr ganz. Mögen eure Reisen sicher sein. Bleibt sauber. Oh, doch noch. Die letzte Quest. Die letzte Quest gab doppelt so viel DP wie die anderen. Aber es hat sehr knapp gereicht. Ich bin 1788 EP überm Level Up. Das heißt, bei mir reicht's nicht ganz. Nö. Die wollen noch eine Runde. Machen wir noch eine? Ja, warte erstmal, ob ich gucken wir erstmal, ob wir noch eine Runde wollen. Also meinetwegen schon, mit dem funktioniert's ganz gut. Ja, okay, eine Runde machen wir noch. Aber danach würde ich sagen, machen wir finito. Ja, können wir dann schon machen. Haben wir ja wieder. Wie viele Level haben wir geschafft? Vier? Vier. Jo. Mein Gott, wenn es halt immer so schön laufen würde hier. Nicht schon, ne? Ich meine, ich habe hier ein Schild des Rächersbrock nach dem anderen bekommen. So viel kriege ich normalerweise nur, wenn ich so ungefähr 10 Mobs tanke. Geht das Ganze schön schnell hier durch.
Ja, easy. Jo, heute doch keine Peinlichkeiten passiert. Nö, die Aufnahme war relativ unspektakulär, aber gut. Man muss ja nicht immer irgendwelche Knaller da drin haben. Ich liebe jeder für sich. Der Fasselfight. Irgendein komisches Viech fliegt in meinem Zimmer rum. Insektenviech oder was? Sieht zumindest so aus. Könnten Holzkäfer sein oder so. Ist mir gerade voll gegen klatscht. Mach mal Werte. Merci. Da muss man bloß mal aufpassen, dass man die richtigen Werte bufft. Man will ja keine falschen Werte vermitteln. Na. Von da hinten kommen sie jetzt auch noch was. Okay. Okay, ich gebe mir mal eine Hand. Na, wenigstens was lustig. Ja, mal ein bisschen was anderes, ne? AE-Kampf vom Feinsten. So. Yes! Jetzt nur noch ein paar Zürden. Ach, den Stab für Style quasi. Oder? Oh yes!
Ja, der sieht ja auch ganz nett aus. Ja, der Stab hat was. Da entwaffnen sie mich und dann kriege ich die ganzen Schildprocs. Lol. Solange sie mir mein Schild nicht wegnehmen, kann ich immer noch schön mit Schild des Rächers und Schild der Rechtschaffenen draufhauen. Ein Richturteil geht auch ohne Waffe. Ihr habt euch vielen Herausforderungen gestellt. Zu schade, dass alles umsonst war. Schon bald werden sich eure Völker meinem Lord beugen. Ihr seid ein Niemand. Ich folge einer höheren Meinung. Naja, dann ging er nochmal down. Und du hast ja auch noch dein Level up bekommen jetzt, oder? Ja, klar. Allein wegen den zwei Sockeln ist das Ding schon stärker. So, dann gehen wir raus. Aber erstmal. Von der Gruppe verabschieden, weil die waren ja doch ganz nett. Jo. Ab dem nächsten Mal können wir dann auch in die Sklavenunterkünfte reinkommen. Aber jetzt. Ich sockel jetzt da erstmal was. Ich habe hier zwei Sockel und. Moment. Da zwei Sockel. Einmal rot-blau und einmal rot-gelb. Dun, 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 dun. Zwei rote, einen blauen. Was nehmen wir denn für blau? Nehmen wir Ausdauer. Ausdauer. Oder nehmen wir Crit. Nehmen wir Ausdauer, ich bin Tank. Und für gelb, Ausweichen oder Crit. Nachdem Crit sowieso Parierwertung ist, kann ich genauso gut Crit nehmen. So. Das Ding sieht doch nicht aus wie eine Axt, oder? Welches Ding? Ding. Hab's gerade im Gruppenchat gepostet. Also die. Interpretationssache. So. Einmal rot. Na denn. Einmal gelb. Und wo sind die Stiefel? Da sind die Stiefel. Einmal rot, einmal blau, sockeln. Und dann können wir die Stiefel auch anlegen. Okay, dann wollen wir jetzt die Aufnahme schon wieder beenden. Ja. Gut, dann machen wir das jetzt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben, wobei das können wir vielleicht direkt mal nachschauen. 1 Stunde 39, also genauso lang wie die letzte Aufnahme. Also, wir verabschieden uns dann mal bis zum nächsten Mal in der, was weiß ich, wievielten Folge wir jetzt inzwischen sind. Aber beim nächsten Mal schauen wir mal, dass wir zumindest die Scherbenwelt fast fertig kriegen. Also dann, haut rein. Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht, denkt dran.